herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Frag Marc. Ihr fragt, ich antworte. Eine neue Frage und die wurde genau so gestellt. Ein Mitglied von uns im Yucadoyo Fitness Club wird demnächst 40 und hat mich allen Ernstes gefragt, ob, wenn sie 40 wird, ob es dann bergab geht, beziehungsweise ob das Leben dann ganz vorbei ist. Und ob ich die Dame, wenn ich das so verraten darf, weil es eine war, ob ich die Dame da trösten kann, das will ich heute besprechen. Altersgemäße Schallmauern, die man so durchbricht, ist manchmal das 20. Lebensjahr, aber dramatischer wird schon beim 30. Lebensjahr und beim 40. und beim 50. Die Frage ist, geht es da wirklich bergab oder was passiert da im Körper? Streng genommen geht es eigentlich schon mit 2021 bergab, weil wir da im Prinzip im Zenit unseres körperlichen Daseins sind. Und wenn man dann nicht gegensteuert mit Training, mit Ernährung, dann geht es wirklich bergab. Verstärkt wird dieses Gefühl dadurch, dass man wirklich ab dem 30. Lebensjahr, ab dem 40., ab dem 50., aber quasi mit jeder Dekade, der Grundumsatz sinkt. Der Grundumsatz ist eigentlich das, was ich verbrauche, wenn ich normal lebe, wenn ich nicht aktiv bin für Körperwärme, Kreislauf und eben keinen Sport mache. Das, was ich mindestens brauche, damit kalorientechnisch meine Stoffwechselprozesse und ein nicht aktives Leben abgedeckt sind. Und da ist es so, dass zum 30. Lebensjahr und zum 40. Lebensjahr, das ist jetzt Zufall, dieser Grundumsatz sinkt. Und das hat eben diverse Folgen. Was das für Folgen sind, das kennt ihr eigentlich alle. Man verändert eigentlich nichts und nimmt trotzdem immer ein bisschen zu. Was passiert da? Es ist jetzt wirklich Zufall, aber je nachdem, was man so liest, da gibt es immer verschiedene Angaben. Man kann grob rechnen, zum 30. Lebensjahr und zum 40. Lebensjahr verbraucht man vom Grundumsatz her 200 Kalorien pro Tag weniger. Wenn man dann nichts verändert, sind das 1400 Kalorien in der Woche zu viel. Das summiert sich dann schon und man, wie gesagt, man verändert nichts und nimmt trotzdem zu, kann sich es nicht erklären. Man ist dem aber natürlich nicht ausgeliefert und da kommen wir jetzt wieder ins Spiel. Wenn man sich zum Beispiel 2 Kilo Muskeln antrainiert, dann verbraucht man diese 200 Kalorien grob gerechnet wieder und dann ist es egalisiert. Das heißt, aktiv bleiben, den Stoffwechsel in Gang halten, Muskeln aufbauen oder die Muskulatur halten mit 50, 60, kann einfach dafür sorgen, dass man diese Effekte eben nicht kennt. Die Frage war ja eingangs, geht es mit 40 bergab oder ist das ganze Leben zu Ende? Klare Antwort, nein. All die Alterungsprozesse, und dazu gehört ja natürlich noch viel mehr, als wir jetzt besprochen haben, können umgekehrt und aufgehalten werden, wenn ich aktiv bin, wenn ich Sport treibe, gesundheitlich ausgerichtetes Muskelkrafttraining, Ausdauer, ein bisschen an die Ernährung denken und dann ist das Leben mit 40 logischerweise sicherlich noch nicht zu Ende. Wenn ihr Fragen zum Video habt, kommentiert es gerne, auch mit eigenen Themenvorschlägen, denn ihr wisst ja, ihr fragt, ich antworte.